Warte mal, kann gar nicht sein, wir haben alle Federn. Der verarscht uns. Halt! Achso, das war nur Licht. Der Lichter haben uns voll verarscht. These! Wir wurden schon mal von so einem Rampen verarscht. Na toll! Lady, wir müssen jetzt jede Rampe absuchen, die wir hier finden. Jede einzelne. Wir haben einen neuen Ansatzpunkt. Yay! Hallo, Robo-Bobo. Ist hier eine Rampe? Nee, hier ist nur eine Rampensau. Wieso hatten wir den noch nicht? Merken wir uns, Schwein. Okay, hier scheinen noch keine Rampen zu sein. Hilfe! Er versucht uns wegzulasern, aber wir sind weitaus schneller, denn wir sind Yuka und Layli! Ihr kriegt uns nicht, wenn ihr einfach nur macht! Achso, okay, das war das erste Ding mit der Rampe. Ist hier unter irgendwas? Nee. Gibt's denn wirklich nicht noch mehr Rampen? Noch mehr Ritzen? Irgendwas? Das kenne ich. Aber das haben wir doch schon. Nein, 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 nein. Das kannst du ganz alleine selber spielen. Brauchen wir nicht. Genau, brauchen wir nicht. Mach doch die Lili, wie du willst. Bin eh zum Futtern hier. Hi, Leute. Finde ich gut, dass wir so gut miteinander klarkommen. Versucht die Kamera um uns herum rotieren zu lassen. Voll umständlich. Naja, mach schon. So. Wo ist die Rampensau? Das kriegen wir doch hin. Kommt immer gut. Bam, 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 bam. Aua. Wir kamen, trafen und siegten. Mann, sind die widerstandsfähig. Okay, Rampi war hier hinten, oder? Badam badam bam badam bam bam badam badam bam babam. Wie konnten wir dich überhaupt übersehen? Hä? Ich meine, du bist so fett. Du müsstest doch überall auffallen. Guten Tag, Metallkrieger. Ich suche nach einem großen Schatz, allerdings behindert mich derzeit mein Bauch. Möchtet ihr diesen tapferen Ritter hier zu seinem Ziel begleiten? Nee, du lass mal. Eigentlich haben wir gerade überhaupt keinen Bock da drauf. Aber Lady, wir müssen das machen.
Du weißt schon, Münzen und so. Mach doch! Frohe Kunde, geflügelter Krieger. Der Hinweis auf meinen Zielort lautet wie folgt. Der nächste Ort, man glaubt es kaum. Der gute alte Lagerraum. Verstanden. Ja, ja. Okay, Lady. Wir finden einen Lagerraum. Er ist wahrscheinlich am anderen Ende des ganzen Dings. Also erstmal rüber. So, perfekt. Oh, wo sind hier Räume? Oh, ich weiß, bei Rextro war ein Raum. War bei Rextro ein Raum? Wo ist Rextro? Da hinten ist Rextro, oder? Dann wissen wir endlich, was mit dem Raum anzufangen ist. Sinkflug! Ja, da ist ein Ring, Lady. Genau da müssen wir hin. Lagerraum! Ein guter Flugkrieger. Holt euch auf dem Weg nach draußen eure Belohnung ab. Ah, da! 5 Stück! Okay, uns fehlen immer noch 10 oder so. Ja, mindestens 7. Egal, Pagey-Time! Wir nehmen, was wir kriegen können, gerade an Pagies. Hey, du! Ding, 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 Jackpot! Jetzt tauschen wir diese Gewinnmarken ein! Was? Das ist unmöglich. Total möglich! Schau nur auf den Zähler neben deinem Kopf da! Pagey! Wir sollten das nicht vor ihm machen. Das sieht aus, als würden wir uns verbeugen. Tun wir aber nicht. Wir werden uns niemals vor ihm verbeugen. Okay. Rextro, wir versuchen es nochmal mit deinem komischen Spiel. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Die leben gerne. Hast du denn eins? Das war eine Frage an dich, nicht an uns. Nein, du hast keins. Aber ja, wir müssen. Oh je, das wird so schief gehen. Also, sammle Federn. Springe und weiche aus. Schnapp dir Power-Ups. Hol dir den Highscore. L, Bahn wechseln. B, springen. Ballrolle mit ZR und Bremsen mit ZL. Wieso bremsen? Wir müssen öfters die Ballrolle machen. Dann kommen wir vielleicht vor, naja, nicht aus dem Bild. Wir machen das schon irgendwie. Player One. Go! Ballrolle! Ballrolle! Hüpf! Hüpf! Wechsel! Haha! Wir sollten nicht übermütig werden. Ich habe mal nachgeguckt, der Highscore ist 26.000 oder so. Nein! Nein, 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 nein! So, mal gucken, wie lange können wir das machen? Vielleicht können wir uns bis zum Ziel tragen lassen. Nein, können wir nicht. Aber ich fand die Idee gut. Nein, 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 ihr dummen Furby-Idioten, ja! Unverwundbarkeit, na dann! Nein! Alter, wie unfair! Wie lang geht diese verfluchte Strecke eigentlich? Nein, Rexus, es ist uns scheißegal!
Schatz. Lass uns doch einfach weiterspielen. Und ich wette, er hat das wahrscheinlich auch noch als ganz spaßiges Multiplayer-Automatenspiel. Okay, Rextro. Konzentration. Los! Rolle! Wir haben Vorsprung. Hüpf! 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 Au! Mann, ey! Du kannst gar nicht vorausgehen. Dieses blöde Ding holt einen sowieso ein, egal wie viel man rollt. Siehst du das? Schon hängt uns die Kamera wieder am Arsch. Nein! Nein! Der Netz lässt uns doch endlich mal sterben! Hüpf! Nein, 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 nein! Oh, ich sehe so nichts, du idiotische Kamera! Mann! Wieso sind da zwei hintereinander? Wie soll man denn da rüberspringen? Nein, ey! Mann! Und so sollen wir 26.000 Punkte schaffen? Wir kommen ja noch nicht mal auf 5.000. Ist mir egal, du Pixel-Dino. Kann ich nicht wenigstens die Pfeiltasten verwenden anstatt dieses dummen Knüppels? Der kann in sämtliche Richtungen losgehen. Rolle, die wir sowieso nur hier verwenden können. Weil jede andere Strecke dafür viel zu ungeeignet ist. Alter! Ah, jetzt vergesse ich auch noch, dass man mit dem Ding... Ich bin noch gerollt! Vielleicht sollte ich erstmal nur versuchen zu überleben. Denn die Punkte zählen ja sowieso nicht. Weil wir den Highscore erst danach knacken dürfen. Weil die blöd sind! Nein, 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 nein! Wieso zählt die Unverwundbarkeit nicht auch gegen diese blöden anderen Tonikas, hä? Wie dämlich ist das denn? Nein, 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 nein. Zwei Schmetterbums haben wir noch. Alter! Nein! Ich will entweder keinen Autoscroller oder eine bessere Kontrolle. Das ist doch zum Kotzen. Okay, wir müssen uns eigentlich doch nur für 3 Minuten am Stück mal konzentrieren darauf. Wir wollen doch nur einen Pagey. Wieso ist das so viel schwerer als alles andere in diesem verdammten Spiel? Okay, volle Konzentration. Los, Lady, schaffen wir. Drei, zwei, eins, Start!
Ich habe einen unserer Denkfehler entdeckt. Nur weil wir den Knüppel so schnell drehen müssen, heißt das nicht, dass wir auch so schnell über alles rüberspringen müssen. Wir können die Sprungtaste gedrückt lassen. Viel angenehmer. Guck mal, wir fliegen geradezu. Jetzt wird es langsam ein bisschen schwer, was zu sehen. Nein. Hopp. Und wechsel. Warte, warte, warte. Jetzt. Hep! Nee, die lassen wir aus. Die nicht. Hep! Hep! Wechsel! Wechsel! Hep, hep, hep! Hep, hep! Au! Wir sind noch im Spiel, Layli. Keine Sorge. Jetzt wird's aber langsam ätzend. Alter! Nein! Hep! Aber wir sind weitergekommen als vorher. Flüchtigkeitsfehler waren das. Flüchtigkeitsfehler. Puh. Ja, ja, ja. Lass uns weitermachen. Jetzt, wo ich weiß, dass ich sprengen kann. Schreib sowas in deine Anleitung, Rextro. Du bist nicht aus dem 20. Jahrhundert, nicht aus dem 21. So rum. Aus dem 20. bist du. Und damals hatte man noch Anleitung. Da stand jeder Scheiß drin. Moves, die kein Schwein ausführen konnte. Hintergrundgeschichten, die nacheinander immer wieder vergessen wurden. Meine Güte, im ersten Mario-Spiel sind alle Bewohner des Pilzkönigreichs in Blöcke verwandelt worden. Wir mördern da alle einfach nur um. Eine Menge Scheiße stand damals in Anleitungen. Also mach eine richtige Anleitung für deine komischen Spiele. Oder willst du nicht authentisch sein? Etwas gekostet. Ätzend. Ha! Wupp. Mal wieder ein bisschen Vorsprung gewinnen. Aber diese eine Stelle, wo diese ganzen komischen Firmis waren, wo wir da einmal durchpreschen mussten mit der Unverwundbarkeit. Ich glaube, das war schon so die Hälfte. Sagte er und verpasst sein Unverwundbarkeitsding, mit dem man an Firmis vorbei huscht. Hopp. Hep! Schnapp mich doch! Nein, 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 nein! Das war nicht so gemeint. Warte, 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 jetzt. Kommt mir so bekannt. Au! Nein! Oh, Mano! Kommt mittendrin nicht auf die Punktzahl, Yuga. Kommt mittendrin nicht auf die Punktzahl, Yuga. So, fut euch alle! Ich muss mal ein bisschen vorrollen. Das hat mir ja echt null gebracht gerade. Verdammt! Geht er mir auf den Sack mit seinem Getanze? Wie wäre es, wenn du einfach mal die Klappe hältst? Nein. Das ist ein Let's Play, da müssen wir reden. Halt die Klappe!
Vielleicht kommen wir dann mal durch und können andere Sachen machen. Aber Klappe halten und rollen! Los! Rolle! Oh, das war knapp, Jüngling Lady. Junge, springe! Nein, nein, ich rede nicht, ich rede nicht. Verdammt, nein, 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 nein. Oh. Nächster Versuch, wieder mit Klappe halten. Nachdem der komische Rasaurier uns ausgelacht hat. Ja. Das wäre alles weitaus weniger frustrierend, wenn wir einfach resetten könnten.